Der Häuptling hat unseren Hauptmann erwählt. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. So, neues Ziel. Altgedienter Häuptling. Gut, die Frame-Rate ist schon wieder anders. Obwohl es regnet. Erreicht den Aussichtsturm ohne Alarm. Ja, das kriege ich hin. Das kriege ich, glaube ich, noch hin. Wurde schon länger nicht gesehen. Denkt ihr, er ist endlich gestorben? Ja, ist er nicht. Er hat etwas Ärger gemacht und sich dann verzogen. Wir haben nichts zu befürchten. Dieses Sklavenherz war zu zäh für meinen Geschmack. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. Hör nur ihre Worte. Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Mich hat keiner gesehen, oder? Sorry, musste ich machen. Er war im Weg. Der hätte potenziell sehr, sehr beschissen. Der Grabwandler hat den Hammer getötet? Völlig egal. Der Häuptling versammelt die Wachen um sich. Der Grabwandler muss in der Nähe sein. Die herrliche Bestie. Die neue Wache soll noch schlimmer sein. Wer soll Hackfleisch aus der alten gemacht haben? Hackfleisch. Es widert mich an. An dieses Übel habe ich meine Familie verloren. Dann übe Rache, indem du dieses Übel gegen sich selbst richtest. Die Königin hat recht. Es ist klug, die Unbarmherzigkeit der Uruks gegen sie zu verwenden. Fleisch, das ist bereits 1000 Jahre her. Die Elben sind schwächer. Der Leibwächter Grublik soll ein doppelt so guter Mörder wie der letzte sein. Werden sich ihre Wasserfälle rot färben. Aber Wasserfälle in Rot sind immer ganz cool. Was redet ihr da unten eigentlich die ganze Zeit? Das ist wie Teenager, die versuchen irgendwie in der Schule irgendwelche Gedichte zum Valentinstag zurechtzudichten. Nur auf Orkisch. Du wirst dich nicht auf einem Grauk reiten sehen, wie es die Bleichhaut tut. Diese Flohplagen sind nur für Arena-Kämpfe gerade gut genug. Merkt ihr das? In dem Moment, wo du von einem gefressen wirst. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Gut, dann bin ich mal kurz Saurons Armee. Tarz, wissen wir irgendwas über dich? Natürlich wissen wir überhaupt nichts über dich. Folge meinem Willen. Los, tu es. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Ermordet die Verräter. Mal gucken, was passiert jetzt da unten? Achso, ich soll ihm helfen. Das krieg ich hin. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Hi! Du hast sicher einen sehr guten Grund, an einen solch feindseligen Ort zu kommen. Ja, die Quest hat's mir befohlen. Du Narr! Ich bin zu klug für dich. Du bist bei Weitem nicht klug genug. Das Gute ist, ich habe gerade unendlich Kills aktiviert. Das heißt, du hast ein Problem, mein Guter. So, und da sind meine unendlichen Kills auch schon wieder zu Ende. Schade. Und das war's dann wohl. Verrat. Na, du bist ein bisschen zu schmächtig für die Rüstung, aber okay. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern benutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Über wen?
dunkle Herrscher Sauron ist noch schwach. Unsere Armee kann ihn vernichten. Was geht denn jetzt ab? Geht's dir gut? Der Theodin-Effekt. War das Saruman? Dich endlich sehen kann. Mein Kind. Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand. Sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee. Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. Aber ich finde, dafür, dass sie so von der Krankheit zerfressen war, sieht sie jetzt echt gut aus. Noch immer nicht mein Alter, aber sie sieht gut aus. So, die Macht des Geistes. Erfolg, Auftrag abgeschlossen. Plus 1400, kann ich damit noch was machen? Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist er... Moment, ich muss mir erstmal... Aha. Ja, nö. Eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja. Für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Now we're talking. Ein Fähigkeitenpunkt. Ah, drei haben wir noch frei. Was machen wir denn jetzt? Geistesstoß, verbessert Geistbetäubung. Hm? Geisterbrand. Mhm. Das ist im Prinzip so wie diese Ausschalt-Batterings. Wenn die Leute dann am Boden liegen, dann kann ich sie halt mit dieser Kombi alle ausschalten. Aber ich glaube, das... Nee, brauche ich gerade nicht so. Schnelles Spannen, das ist... Warum hatte ich das vorher noch nicht? Mensch. Da sehen wir einer durch. Gut, wir müssen jetzt also die ganzen Hauptmänner brandmarken. Na, das kann ja was werden. Was haben wir gerade eingesammelt? Weiß das irgendeiner? So, was habe ich hier gerade? Herrschaft durch Angst stellt bei einer Schleichtötung 61 Fokus wieder her. Und das hier ist Flug von Mordor. Erhöht die Dauer von Achans um 10 Sekunden. Benutze ich leider nie, also bringt das nichts. Aber eine coole Rune. So, 4 Häuptlinge. Brandmarken. Na, das... Framerate 22-24... So, lass dir bitte mal den Sklaven fliehen. So. Framerate bei 20. Ja, so um 20 rum. Könnt ihr vergessen. Das mache ich garantiert nicht. Dann brauche ich jetzt mal ein paar Orks, die mich umbringen, damit hier mal gespeichert wird oder sowas. Oh, das da unten sieht ganz gut aus. Zumindest hoffe ich, dass dann gespeichert wird. Aua. Aua.
das ist so dämlich, hier einfach zu warten darauf, dass einen jemand umbringt. Nur weil es keine wirkliche Speichermöglichkeit gibt. Habt ihr gesehen, was beim letzten Mal draus geworden ist? Gut, wenn du mir so kommst, mein Guter, dann bist du jetzt meiner. Dann riskiere ich das jetzt einfach und sage, warte mal kurz. Wird was gespeichert, wenn ich eine von diesen Dingern hier verkaufe? Habe ich hier überhaupt irgendwas zum Verkaufen? Was ist das hier? Klingenmeister Stufe 14, Chance von und so weiter. Jähzornig, kein Schmerz kennen. Ey, viel zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. Schwertruhen. Gehen die denn eigentlich in die nächste Runde runter, oder? Ich kann jetzt aber auch schlecht irgendwelchen Scheiß verkaufen, den wir vielleicht später noch brauchen. Und Doppelte dürften wir nicht mehr haben. Ach, scheiß drauf. Ich beende einfach mal. Und, wir gucken, ob ich gleich eine bessere Frame habe, ne? Also, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Mit 27, 30 Frames. Ich muss langsam mal eine Alternative zu... Wie hieß dieses verdammte Programm? Fraps. Ich brauche eine Alternative zu Fraps. Denn Fraps ist einfach nicht mehr tragbar bei den Spielen heutzutage. Wir sind frei! Freut euch eures Daseins. So, was gibt's hier eigentlich für Aufträge? Ich wollte mal irgendwie... Was ist das da? Eine Machtprobe. Mugluk bei einer Machtprobe helfen. Aber sicher doch. Weißt du, so machen die Machtproben auch endlich mal Sinn. Im Vergleich zu sonst. Was ist das hier? Das Heilmittel. Nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Lithariel deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Vielleicht wird sie ja noch jünger. Zum Glück hat die nicht so eine beschissene Frisur wie ihre Tochter. Nee. Passt irgendwie nicht in diese Welt, glaube ich. So, ich helfe erstmal unserem Gefolgsmann. Der bittet so nett darum. So, hört man mich überhaupt einmal? Ja, doch. Der Drüben hat sich etwas bewegt. Vielen Dank, Waldläufer. Ihr müsst natürlich auch mitten in die nächsten Orks reinrennen, oder? Was seid ihr eigentlich für Vollidioten? Ich kann euch auch nicht ewig den Arsch retten, wisst ihr? Ah, scheiße, das war mein Informant. Oder doch nicht? Ah, sehr schön. Beherrschen. So, ich hätte gerne mal ein paar Informationen, mein Guter. Nämlich wüsste ich gerne, wer die ganzen Leute hier sind. So, der gehört mir. Über den brauche ich keine Infos. Elite-Häuptling, legendärer Häuptling, Elite-Häuptling. Was ist denn der Unterschied zwischen legendär und altgedienter? Der Legendäre, der wird wichtig. Über den habe ich keine Infos, ich sehe schon. Wer ist denn der Untertan vom Legendären? Mhm. Du wirst unser nächstes Ziel sein, nachdem ich unserem Gefolgsmann geholfen habe. Und du bist meiner. Viel Spaß beim Sterben in meinem Namen. Ich werde diese ganze verdammte Ebene unter mein Kommando bringen. Du wirst schon sehen. So, Seilrutsche wollte ich eigentlich benutzen,
und nicht dran vorbeispringen, Talion? Würdest du bitte nochmal die Güte haben, auf diesem Berg raufzukrabbeln? Ich habe nämlich keine Lust, den ganzen Weg zu laufen. Dankeschön. Und jetzt guckst du da lang und benutzt die Seilrutsche. Super. Oh, und wenn es geht, dann töten wir gleich den Typen da. Das ging erstaunlich ruhig. Ich habe so den Eindruck, es fehlt irgendwelcher Ton, aber das kann jetzt auch nur ein Eindruck sein. Nochmal 600 Meter. Haben wir hier irgendwo einen Karagor in der Nähe? Sehr schön. So, Leute, ich bin da mal unterwegs zum Treffen meiner Leute. Was soll ich mir jetzt noch lange mit Fußvolk aufhalten? Wir haben eine Mission. So, ich bin ja schon da. Siehst du mal, mit Reittier geht alles viel schneller. Reittier ist sowieso ein tolles Wort. Hab ich auch immer gerne... Hat der Angst vor mir oder wo rennt denn der hin? Aha. Ich hab noch nie einen Karagor so schnell vor mir wegrennen sehen. Nee, Reittier ist auch ein Begriff, den ich gerne benutzt habe, als ich in meiner Welt agiert habe, beziehungsweise meine eigene Fantasy-Welt aufgebaut habe. Da gab es schwarze Reiter, die hatten alle Reittiere. So, Machtprobe. Ja, wir wissen, was wir machen müssen bei der Machtprobe. Ich hoffe nur, der Typ überlebt unsere Machtprobe. Auf mit dem Käfig! Ich brauche einen guten Kampf! Sofort! Aus dem Nichts hat er die Bestie erschlagen. Ist das ein geiler Ork. Zum Leibwächter befördert. Zu welchem Leibwächter? Ah, zu diesem Leibwächter. Na, das ist doch perfetto. Naja, fast. Bist du schon auf unserer Seite? Nein. Wer ist noch dein Leibwächter? Der Typ daneben. Geil, aber einen Leibwächter haben wir schon mal. Cool. Will der Hauptmann werden? Sorry, ich muss das hier zuerst als Ziel markieren. Danach ist der hier drin. Erstmal der hier. Der interessiert mich gerade. Was ist denn hier? Hatten wir schon mal das Vergnügen? Ischmotz, der Mörderische. Du hast mich doch schon mal umgebracht, oder? Zumindest glaube ich, es gab schon mal einen Ischmotz, den Mörderischen. Das war doch ganz einfach. Könnte ich glatt nochmal machen. Tö, alles meine Leute. Cool. So, wie weit ist denn das weg, das nächste? Vor allem, wo ist das? Der Höhlensohn, nicht zu verwechseln mit Hurensohn, ja. Der Höhlensohn. Ey, wenn der jetzt sich direkt mit dem Hauptmann anlegen will, das wäre so geil. Das wäre einfach nur geil. Das will ich sehen, da will ich dabei sein. Ist mir egal, wer gewinnt, ich will einfach nur dabei sein. Es werden immer mehr Sklaven, die entkommen. Hihihi, die Machtprobe. Uruks müssen sich ihresgleichen beweisen, indem sie tödliche Herausforderungen meistern. Wenn sie überleben, bla, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ach so, der will sich auch dem Hauptmann beweisen. Das heißt, aus diesen Darbietungen. Also beende ich es schnell. Das heißt, wenn ich ihn jetzt töte, dann habe ich einen seiner Hauptmänner quasi am Arsch. Seht euch nur diesen Karagor an. Hallo. Na du? Feigling. Diesmal lasse ich dich garantiert nicht entkommen. Er ist Monsterschlechter. Das ist natürlich ganz doof für den Karagor. Nein! Nein! Machtprobe gelöst. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich werde dich trotzdem töten, aber erstmal gucken, was passiert. Oder noch besser, ich nehme dich in meine Mannschaft auf. Zum Leibwächter befördert. Du bist also ein Leibwächter, du bist ein Leibwächter, du hast jetzt schon drei Leibwächter. Du bist meiner. Und du bist ein Vergeltungsziel. Sieh mal eine an. Und Ischmutz, der Mörderschritt, wird jetzt auch einer meiner Gruppe. Das pass auf. Aua. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
Ja, ich weiß, was ich machen muss. Für gewöhnlich überlebe ich das nur nicht. Wo ist denn meine ganze verdammte Energie hin, wenn ich mal fragen darf? Komm, töte mal irgendjemanden. Töte mal noch jemanden. Es müssen weniger werden. Wow. Was denn jetzt schon wieder? Scheiße. Nein. Es gibt kein Entkommen, Waldläufer. Doch, das wird es geben. Pass auf. So. Was hat denn sich jetzt alles verändert? Du hast immer noch zwei von denen. Wird langsam eng hier. Mist, ich habe noch nicht mal Infos über den Typen. Ich brauche einen Informanten. Ich brauche einen Informanten, der mir verrät, was seine Schwachstelle ist, und dann werde ich den in mein Team holen. Königin Marvin war besessen. Der Zauberer benutzte sie, um dich zu umgarnen. Durch sie wollte er eine Armee in Mordor errichten. Sauron und Saruman streben beide nach der Macht des Ringmachers. Es kann nur einen Herrn der Ringe geben. Huhu, Title Drop. Ich finde das lustig. Celebrimbor spricht Saruman genauso aus wie Gandalf. Also, wie Gandalf Saruman aussprechen würde. Genau mit dem gleichen verachtenden Saruman.